da wir ja zu faul sind für lange Wege, gehen wir jetzt einfach hier hin. Rede mit Harold Corley. Sex. Sex ist immer gut. Sex ist gut. Auf geht's zum Sex. Vorsicht, jetzt komme ich mit meinem geilen Auto. Hau mir auf die Nase. Das wäre eine Autofahrt. Ganz toll. Wow. Au. Entschuldigung. Nichts passiert. So. Komm, fahr zu. Oh. Mein Gott, das Auto lässt sich aber auch schon ein bisschen lenken wie Scheiße. So. Einmal Sex, bitte. Hallo? Sex? Ah, du kannst den Stoff in der ganzen Stadt finden. Da tanzt einer, hallo. Nicht so, als ob das schwierig wäre. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Irgendwie ist sie nicht hübsch. Gib mir ein Bier. Na, wenn das mal nicht... Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im French Ward eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Er hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Das habe ich nicht so gemeint. Natürlich. Wenn ich müde bin oder einen also, was unterwegs zum Bordell? Reiche Kunden mit ausgefallenen Wünschen werden in Limousinen ins Bordell kutschiert. Finde ihre Autos und töte Harrys bestes Klientel. Ich dachte, wir kriegen jetzt einen kleinen Fick oder sowas. So, falscher Knopf, wie immer. Befrage die Zuhälter, Nerling. Gehen wir halt mal zu einem. Falsche Richtung. Au. So, wollen wir mal. Dam, 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 dam. Es ging aber schnell. So mag ich das. Kurze Wege. Aber hier warten natürlich auch die Leute drinnen, ne? Oder? Ne, die warten nicht. Ne, warten die drin? Ich glaube, ich hätte noch hier außen rum gemusst. Hier vielleicht? Ah. Kotzt die Alte? Ey, junge Frau. Ich bitte Sie, ja? Das geht so aber nicht. Ekelhaft. Pfui. So. Die meisten von denen wollen einfach nur mit dem Mädchen reden. Klar, irgendwann ficken die sie auch, aber viele dieser Kerle brauchen einfach mal Abstand vom Boss, ihrer Frau und ihren Kindern. Bei den Preisen, die sie zahlen, sollte da aber besser was zum Vögeln mit drin sein. Naja, solche Männer sind reich genug, dass sie billig an Muschis rankommen. So ein Kerl bezahlt eher für ein Mädchen, das so tut, als sei er ihr scheißegal. Aha. Ficky, ficky, würde ich sagen. Ja, was ist denn jetzt hier? Wie soll ich das jetzt machen? Ah, okay, die trennen sich schon mal. Was war das? Komm mal her, du Penner. Wer ist das? Ich wurde Weihnachten vorverlegt. Der Schwarze will spielen. Das Plauhaus. Wie komme ich an Harry ran? Der Boss erwartet wichtige Kunden. Kranke Wichser, die gern den Mädels wehtun. Ich kann euch sagen, wo sie sein werden.
Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Ich melde mich. Aua, 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 aua. Keine Munition mehr! Ich hab's erwischt. Bin schwer verletzt. Der Wachposten weiß nicht, was er machen soll, oder wie? Oh, doch, jetzt. Wir sind unter Beschuss! Komm sofort her! Ich glaub, den Hammer. Du bist Geschichte! Unser Blut wurde vergossen! Das ist allein deine Schuld! Oh, shit! Nein! Scheiße! Das war blöd. Das war richtig blöd. Erstmal was trinken darauf. Aber wir hatten das doch jetzt schon eigentlich. Ich wollte die halt auch noch loswerden. Oh, jetzt verlieren wir natürlich ordentlich Kohle, ne? Darüber habe ich jetzt leider nicht nachgedacht, weil ich dumm bin. Manchmal. 22.000. Du Scheiße. Naja, wir haben es ja. Aber die Mission haben wir doch jetzt eigentlich trotzdem gemacht, ne? Ja, gut. So, was gibt's hier? 6? Erledige die versauten VIPs. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Autsch. Einfach mal wieder gestorben, weil wir zu blöd sind. Einmal durchlassen bitte. Ich hab's eilig. Oh, ich bin schon vorbei. Ja, warte mal. Ah. Komm mal hier vielleicht rein. Verzeihung. Wo kommt sie denn jetzt her? Unbefugtes Betreten. 6. Das ist ja echt auch nicht schlecht. So, ich brauche neues Geld. Her damit. Das ist aber ein großes Anwesen, würde ich meinen, oder? Wie machen wir denn das jetzt am dümmsten? Kein Bock, schon wieder zu sterben. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Ich gehe nur ein Jahr oder so in den Scheiß-Dschungel. Ja, ist eine verdammt lange Zeit, Mikey. Verdammt lang. Du tust alles, verdammt was lang. Mal zurückzukommen, verstanden? Ich will nicht, dass mein Bruder vor irgendeinem schlitzäugigen Schlammfresser... Der ist doch rotzbesoffen, der Kerl, oder? Klingt das nur so. Was ist denn hier unten eigentlich? Geh mal halt mal in den Keller, ne? Okay. Oh, naja, nimm halt das mal mit. So, wie machen wir das jetzt hier? Ja, ja. Mein Gott, da muss mich gleich erstmal setzen. Können wir vielleicht ein bisschen hochprozentige Medizin besorgen, wenn du weißt, was ich meine? Und ich glaube, das ist Tiere, sagt sie. Was sollen wir denn tun? Die Jungs in der Chefetage. Das ist doch kacke hier. Warte mal. Still und heimlich.
verloren hatte. Dem Typen die Schuhe. Hat das sonst noch weg? Oh. Jetzt geht's. Oh, der Typ. Ich gehe in Deckung. Das haben natürlich wieder alle mitbekommen, wa? Naja, klar haben das alle mitbekommen. Scheiße. Vorsicht, Platz da! Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken! Los geht's! Oh, da ist noch einer. Oh, Scheiße, ich hasse es, wenn das passiert. Was hast du getan? Scheiße, er ist weg, verdammt nochmal! Ich weiß, ob er dahin zurückgegangen ist. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Man kennt bestimmt nicht einen einzigen berühmten Maler. Er gehört auf! Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Dieser Wichser ist. Nicht zurücksehen! Jetzt rast ich hier komplett aus. So, warte mal. Tut mir leid. Erstmal nehmen wir noch den Scheiß hier mit. Zack. Zack. Lampen zerstören können wir auch. Und hier haben wir noch Medizin. Sehr schön. Hier ist noch mehr, glaube ich. Hallo? Einmal freificken, bitte. Hä, wo denn? Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. Los geht's! Ha. Was ist er denn für einer? Was zur Hölle? Ekelhaft. Junge, was stimmt mit dir nicht? Okay. Ich finde diese hinterhältige. Oh, ist er hier? Nee. Bleib doch mal stehen. So. Hier ist noch so ein Poster oder sowas an der Wand. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ah ja, hier, siehst du. Sehr gut. Sind hier noch irgendwo Gegner? Oh ja. Wir kriegen alle ein Stück von ihm, aber ich zuerst. Warte mal, ich will gerade mal titeln. Hoch. Okay, warte, wir gucken gleich nochmal. Ich suche mir eine Deckung. Ja, einen. Alter, wer bist du? Wie sehen denn die aus, ey? Ich glaube, ich zeig die Titten lieber nicht nochmal, ey. Gleich geht's dir oh. An den Kragen! Mann, erschreck mich doch nicht so. Wir müssen aufpassen hier wegen Titten zeigen, glaube ich, weil. Ist ja nicht so gern gesehen, glaube ich. Also, bei uns schon, aber bei YouTube, glaube ich nicht. Lieber lassen. Auch wenn Titten ja nichts Schlimmes sind, aber naja. Der ist weggerannt. Hier ist noch überall Geld, das will ich haben. Viele Orte zum Verstecken, Partner. So. Und hier. Zack. Oh, da ist der nächste. Wo will er denn hin? Wir haben einen Killer unter uns. Ja, mich? Du Idiot. Was haben wir hier? Ich hab gleich keine Muni mehr. Wo ist das Geld, was ich haben möchte? Ich kann mich kaum bewegen, Schatz.
Vielleicht könntest du mich losbinden. Na komm. Bin ja nicht so. Bin ja netter, ne? Bin ja ein netter Kerl. Ha? Zack. Dürfte aber langsam gewesen sein. Warum schifft das eigentlich und die Sonne scheint? Wo ist der Regenbogen? Ich möchte einen Regenbogen sehen. Wie zur Hölle komme ich eigentlich wieder raus? Aus diesem großartigen Komplex. Ich habe Komplexe, ja. Naja, egal. Reden wir nicht drüber. That's not your problem, bitch. Hier kommen wir, glaube ich, raus. So. Hallo, ich habe nichts gemacht. So, wo ist jetzt mein Auto? Töten, bleib hier. Das ist so eine Limousine hier. Komm mal her. Scheiße, wo ist mein Auto? Vor allem jetzt sind auch noch die Bullen hier. Der Kerl hat einfach kein Benehmen. Ich rufe die Bullen. Nee, du rufst nicht die Bullen. Ach, die blöde Kuh. Schafft ein paar Einheiten hier rüber. Achtung an alle Einheiten. Gemeldet wurde ein gestohlenes Auto in Freddy Ward. Der Verdächtige wird als männlicher Schwarzer beschrieben. Bitte bestätigen. Zack. So, jetzt hauen wir schnell ab, ne? Habe ich einen Platten oder was? So, das war doch jetzt ziemlich einfach. Manchmal läuft's halt bei mir, ne? Okay, wo sind wir denn jetzt? Ach, ich drücke jedes Mal den falschen Knopf. Hier haben wir noch das nächste Ding gleich. Ist das eine echte Knarre? Ja. Kriegt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Ja. Verschwinde, sonst rufe ich die Bullen. Ach, Alter, Maul. Ich tue dir nichts, keine Angst. Hier haben wir noch so ein Teil, das nehmen wir auch mit. So. Gehen wir halt mal eine Runde spazieren. Was soll's? Auf dem Weg. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und streifen die Fortsetzung. Was du gestern Nacht verdient hast, willst du mich verarschen? Entschuldigung. Du musst mich versauen. Ist das so? Ja. Bin ich ein Vollidiot oder was? Boah. Das macht man nicht, du Arsch. Ah, hier sind so viele von den Arschlöchern. Halt nicht von mir aus für alt. Schau mal, wenn man sich Sekretärin nennt. Kann der mal weggehen da hinten, der, dass ich dem hier mal schön eins auf die Schnauze hauen kann? Irgendwie wäre das echt nett. Ach Mann, machen wir es halt so. So. Weg hier! Bloß weg hier! Irgendwie ist das scheiße hier. Hier wird auch rumgebumst, oder? Ich höre doch jemanden stöhnen hier. Ekelhaft. Pfui. Und warum darf ich nicht? ja, wie machen wir denn das jetzt am blödsten? Was willst du, Arschloch, schon wieder hier? Ja, bin doch weg. Gebe nicht auf, bis ich dich habe, Junge. Na, dann komm mal her. So kann man es natürlich auch machen, ne? So.
Haben wir den auch. Sehr gut.